Als nächster Redner und letzter Redner hat sich Herr Abgeordneter Bauer von der CDU gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wenn die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2023 einen Anstieg der registrierten Straftaten auf das Niveau der Jahre vor der Pandemie ausweist, gilt doch nach wie vor, Hessen ist und bleibt eines der sichersten Bundesländer dieser Republik, meine Damen und Herren. Es wurde bereits erwähnt, das Straftatenaufkommen ist im Langzeitvergleich weiterhin unter dem 20-Jahres-Schnitt von 404.000. Und bei der Häufigkeitszahl haben wir, wenn man die Pandemiejahre ausnimmt und die entsprechende Bevölkerungszuwachs berücksichtigt, immerhin den viertbesten Wert seit 2004. Das sind die Fakten, meine Damen und Herren. Und besonders erfreulich ist, dass die Aufklärungsquote mit 62,3% trotz eines höheren Fallaufkommens auf dem hohen Niveau des Vorjahres von über 63% bleibt. Meine Damen und Herren, das sind die Zahlen, Daten und Fakten, an denen niemand hier im Raum vorbeikommt. Und da muss man schon wirklich sich festhalten, wenn man dann den Vorrednern zuhört. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, Frau Kollegin, dass ich mal nachschaue, Frau Wegels. In Ihrem Geburtsjahr 1982 war die 81 Stunden, ich habe die Zahlen nur von 82 bekommen, waren die auf der Aufklärungsquote in Hessen 42,1% und die Fallzahl war mit 401.000 über dem Niveau von heute. Da wollen Sie doch sagen, dass die Zeiten heute so schlecht sind wie je und je, dass man die AfD für irgendwas braucht. Ich sage Ihnen was, im Thema innere Sicherheit braucht man alles, nur keine AfD. Und das war keine Eintagsfliege. Das war keine Eintagsfliege. 2002 sind Sie zur Polizei gegangen. Da war die Aufklärungsquote in Hessen 48,2%. Die Fallzahlen waren 431.000, weit über dem Niveau. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich sagen, seit ich in der Polizei bin, ist alles besser geworden. Aber das ist bei weitem nicht so. Denn die Höchstzahlen haben wir in Hessen leider zu verzeichnen. 1987 mit über 8.000 bei den Fallzahlen und 1993 mit über 8.300. Das waren wirklich schlimme Zeiten, zu denen wir nicht zurückkehren wollen. Mit 34% Aufklärung und mit 42% Aufklärung, das wollen wir in Hessen nicht mehr haben. Und ich sage Ihnen eins. Wann ist es denn besser geworden, dass in Hessen zumindest mal jede zweite Zahl, jeder zweite Fall aufgeklärt wurde? Wenigstens die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Kriminalitätsentwicklung in Hessen jeder zweite Fall die Chance hat, eine Aufklärung zu erfolgen. Ich will es Ihnen sagen. 2004 hat Hessen es erstmalig geschafft, in der Aufklärungsquote über 50% zu kommen. Und jetzt muss ich nicht die viele fragen hier im Raum, wenn ich frage, wer war denn 2004 Innenminister in Hessen? Es war Volker Bouffier. Und wenn man heute überlegt, der Mann hat nämlich Sicherheitspolitik gemacht, und zwar für die Menschen hier im Land. Und wenn man dann fragt, wo ist es dann noch besser geworden, wann kam denn die Aufklärungsquote? Über 60%. Dann sage ich Ihnen, über 60% haben wir erreicht 2015. Wer war 2015 Innenminister? Peter Beuth. Wer hat die 4 Jahre vorher Innenminister gemacht? Boris Rhein. Das sind, meine Damen und Herren, Zahlen, auf deren Niveau wir heute diskutieren. Wir diskutieren in der Tat einen Rückgang der Aufklärungsquote marginal und eine Erhöhung der Fallzahlen. Aber auf welchem Niveau, meine Damen und Herren? Wenn Sie diese Zahlen in Ihrer Regierungszeit gehabt hätten, hätten Sie hessenweit die Glocken läuten lassen. Sie haben das aber bei weitem nicht erreicht, weil Sie einfach eine schlechtere Innenpolitik gemacht haben, als wir das heute tun, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Hessen wird auch im Ländervergleich seine gute Position in der Spitzengruppe nach wie vor behalten. Wir haben eine unterdurchschnittliche Belastung an Kriminalität und wir haben eine überdurchschnittliche Aufklärungsquote von über 63%. Das ist, meine Damen und Herren, der professionellen, der engagierten und auch der erfolgreichen Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten zu verdanken. Ihnen und allen Bediensteten der hessischen Sicherheitsbehörden schulden wir großen Dank für das, was Sie 2023 wieder für die Sicherheit in Hessen getan haben. Meine Damen und Herren, wir sind dankbar für die erfolgreiche Arbeit unserer Polizei. Und dabei ist uns schon bewusst, dass die bundeseinheitliche Kriminalstatistik nicht der alleinige Maßstab ist für die Sicherheit oder für die Bewertung der Kriminalität. Natürlich ist uns auch bekannt, dass es in einigen Deliktsfeldern ein großes Dunkelfeld gibt, bei dem die Straftaten bisher nur deshalb nicht in die Kriminalitätsstatistik einfließen, weil sie der Polizei nicht bekannt werden. Diese Tatsache gilt aber freilich bundesweit. Und, meine Damen und Herren, wir sind uns doch offensichtlich einig darüber, dass die Anzeigebereitschaft zweifellos in den Bundesländern höher ist,
wo die Geschädigten aufgrund der erfolgreichen Polizeiarbeit auch mit höherer Wahrscheinlichkeit auf die Ermittlung der Tatverdächtigen hoffen können. Also ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass hier die Anzeigebereitschaft höher ist, in Hessen gewährleistet, weil wir in Hessen gute Polizeiarbeit machen und fast 2/3 der Straftaten auch aufgeklärt werden. Meine Damen und Herren, genau darum geht es uns eigentlich. Wenn wir heute die Kriminalstatistik debattieren, dann reden wir so abstrakt über Fallzahlen. Zahlen sind aber doch nur abstrakte Größen. Entscheidend ist, was diese Zahlen ausdrücken. Denn hinter diesen Zahlen stecken Menschen. Und um diese Menschen geht es. Es geht um individuelle Schicksale. Hinter jeder verhinderten Straftat steht ein Mensch, der nicht geschädigt wurde. Und hinter jeder aufgeklärten Straftat steht ein Mensch, der nicht mehr nur Opfer ist, sondern der auf die Bestrafung des Täters hoffen darf. Das ist es, meine Damen und Herren, was der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern schuldig ist, ein Leben in Freiheit und in Sicherheit zu gewährleisten. Und, meine Damen und Herren, der Entschließungsantrag dieser regierungstragenden Fraktionen lautet deshalb völlig zu Recht: sicher leben in Hessen, denn Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und wir bekräftigen darin unseren politischen Willen, die Kriminalität mit allem Nachdruck zu bekämpfen. Das ist der Anspruch auch dieser neuen christlich-sozialen Landesregierung, die wir als regierungstragende Fraktionen bei ihren angekündigten sicherheitspolitischen Vorhaben nach besten Kräften parlamentarisch unterstützen wollen. Innenminister Prof. Dr. Poseck hat es in seiner Regierungserklärung herausgestellt. Er braucht, und er legt Wert darauf, auf eine starke und gut ausgestattete Polizei. Das ist für ihn wie auch für uns von überragender Bedeutung. Die Polizei ist und bleibt das Herzstück unserer Sicherheitsarchitektur. Und deshalb ist diese Stärkung dieser Polizei für diese Landesregierung wie auch für die Vorgängerregierungen eine ganz hohe Priorität, der wir auch nachgekommen sind. Wir sind deshalb gewillt, ein Respektpaket zu schnüren, das unsere Beamtinnen und Beamten weiter unterstützt. Und auch trotz der nicht einfachen Haushaltslage wurde hier angekündigt, dass wir uns weiterhin nach besten Kräften bemühen, auch weiterhin Stellen für die hessische Polizei im Haushalt zu schaffen. Und wenn ich dann mich frage, der Kollege Promny hat die schwierige Situation der Einstellungskorridore im Februar diesen Jahres erwähnt. Er hat vergessen zu erwähnen, dass es noch einen zweiten Korridor gibt, nämlich zum 1. September werden auch Polizeianwärter angestellt. Da kann man die Jahreszahl durchaus noch erreichen, aber das wird geschweigentlich erst mal unter den Tisch fallen gelassen. Dann darf ich mal darauf verweisen, wir haben seit 2018 140 Polizisten mehr ausgebildet als ausscheiden. Wir haben bis 2027 insgesamt über 2.200 Stellen mit Menschen in Fleisch und Blut besetzt, die mehr leisten für die hessische Sicherheit als je zuvor. Nie zuvor gab es mehr Polizei in Hessen. Und meine Damen und Herren, dann frage ich mich ernsthaft, was seit 2018 die FDP denn zu dieser Personalentwicklung dazu beigetragen hat. Ich will es Ihnen sagen, null, niente, nada, gar nichts. Denn das Einzige, was ich gefunden habe, ist diese Statistik aus dem Jahr 82. Ich habe es auch in der Kollegin schon unter die Nase gerieben. Aufklärungsquote in Hessen 42,1%, Fallzahlen über 401.000. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Wer war der damalige Innenminister? Eckhard Gries von der FDP. Das ist die Bilanz eines FDP-Innenministers. Nie haben Sie die 50% erreicht, meine Damen und Herren. Sie haben die Polizei weit unter Wert regiert, meine Damen und Herren. Natürlich ist hier nicht alles beim Besten. Aber eins ist doch, meine Damen und Herren, Sie kommen nicht umhin. Sie kommen nicht umhin. 2027 werden über 16.000 Polizeibedienstete in Hessen ihren Dienst tun. Und wir waren uns doch einig, dass mehr Polizei in Hessen. Wir waren uns doch einig, dass mehr Polizei in Hessen eine wichtige Maßnahme ist, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Und wir werden dafür auch sorgen, dass die Polizei natürlich auch gute Arbeitsbedingungen hat. Wir sprechen dabei über Stellenhebungen. Die sind schon vollzogen worden, die werden auch künftig vollzogen werden. Natürlich muss man Überstunden abbauen, aber man muss zumindest mal auch den Geldbetrag bereitstellen, um diese Überstunden dann auch auszahlen zu können. Meine Damen und Herren, wir haben bereits die Eckpunkte für eine Beamtenbesoldung präsentiert. Und Minister Poseck hat ja angedeutet, dass er guter Hoffnung ist, dass die Bediensteten der hessischen Polizei, wie alle Beamtinnen und Beamten und die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, auch entsprechend eine entsprechende Tarif- oder Lohnsteigerung oder Besoldungssteigerung erfahren dürfen. Meine Damen und Herren, es ist auch der Anspruch der CDU-Fraktion, dass unsere Sicherheitskräfte im Vergleich zu anderen Bundesländern gut, ordentlich und angemessen bezahlt werden.
Und in der Koalition haben wir uns deshalb auch darauf verständigt, hier auf diesem Weg auch weitere Schritte zu gehen. Ich frage mal hier in die Runde, welche anderen Bundesländer denn bei der Frage der gerechten oder verfassungskonformen Alimentation denn solche Schritte währenddessen gegangen sind. Wo gab es denn die entsprechenden finanziellen Aufwendungen, um dieses Missverhältnis auszugleichen? Diese Summen, die wir in Hessen in die Hand genommen haben, sind bundesweit einmalig. Natürlich sind wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir haben angefangen, dieses Delta aufzufüllen, meine Damen und Herren. Und wir werden die monetäre Wertschätzung, die Polizei braucht mehr als monetäre Wertschätzung, aber sicherlich die Bezahlung ist ein wichtiger Indikator. Wir werden die monetäre Wertschätzung auch dahingehend steigern, dass wir den Innenminister unterstützen bei seinen Bemühungen, die entsprechende Polizeizulage auf 160 Euro anzuheben. Das ist eine konkrete Maßnahme, die sicherlich einen symbolischen Beitrag leistet, aber es ist eine Maßnahme, die am Ende auch die Bediensteten auf ihrem Konto und ihrem Geldbeutel spüren werden, meine Damen und Herren. Wir brauchen nicht nur auskömmliche Polizei für mehr Sicherheit, wir brauchen auch eine Polizei, die nicht wie in den Statisten, wie als Statisten bei einem Tatort, sondern wir brauchen eine Polizei, die modernste Ausstattung hat, die sicherheitsrelevante Ausstattung hat. Wir verdreifachen deshalb die Zahl der Distanzelektroimpulsgeräte, der sogenannten Taser. Wir wollen diese flächendeckend ausrollen und zur Verfügung stellen. Wir schaffen an, dass wir Drohnen im Polizeidienst haben. Wir forcieren die Digitalisierung. Wir haben Smartphones angeschafft, Tablets, der Fuhrpark der Polizei wird modernisiert. Wir haben im Kampf gegen den Terrorismus Auswertungs- und Analysetools angeschafft. Das alles sind wichtige Maßnahmen. Bei der Digitalisierungsstrategie der Polizei arbeiten wir schon mit künstlicher Intelligenz. Wir haben Big Data und Mobilität, Cloud Computing und vieles andere mehr. Dafür stellen wir im Haushalt jedes Jahr über 8 Millionen Euro bereit. Wir haben eine der modernsten Polizeien im Bundesvergleich und wir wollen auch weiterhin in diesem Gebiet vorankommen. Wir wollen die smarteste Polizei schaffen, die es in Hessen jemals gab, meine Damen und Herren. Wir sparen also weder personell noch sparen wir an der Ausstattung, meine Damen und Herren. Und wir werden auch die Ausstattung dahingehend verbessern, dass die Polizistinnen und Polizisten bei der Ausübung ihres schwierigen Dienstes auch besser geschützt werden. Es ist leider traurig, dass wir darüber uns Gedanken machen müssen. Und es ist wahrlich kein Fortschritt, dass wir für unsere Polizistinnen und Polizisten sogenannte Spuckschutzhauben anschaffen müssen, damit sie bei der Festnahme sich selbst schützen können vor entsprechenden Exkrementen, die ihnen begegnen. Meine Damen und Herren, für die Modernisierung von Dienst- und Schutzbekleidung stellen wir jedes Jahr über 11 Millionen Euro bereit, damit unsere hessische Polizei in der individuellen Schutzausrüstung die richtigen Mittel auch an Bord hat. Meine Damen und Herren, wir wollen natürlich nicht nur die richtigen Sachgegenstände haben, sondern wir brauchen für erfolgreiche Polizeiarbeit, das weiß jeder, das ist ein Dreiklang, Personal, Ausstattung, wir brauchen auch den richtigen rechtlichen Rahmen. Und auch bei der Frage der Befugnisse für die Polizei kommt es eben auf die Grundanstellung an, wie Innenminister Posig deutlich gemacht hat. Es ist schon wichtig, ob man der Polizei vertraut oder ob man eben misstraut. Und dann darf ich für uns fragen als Christdemokraten, Herr Minister, wir stehen als Union eindeutig auf der Seite des Vertrauens in die hessische Polizei. Und Sie sagten, völlig zu Recht, es ist ja nicht die Polizei, die unsere Sicherheit bedroht, es ist das Verbrechen. Und deshalb verfolgen wir mit unserer Politik das Ziel, dass wir unseren Sicherheitsbehörden einen modernen rechtlichen Rahmen an die Hand geben, den sie für ihre erfolgreiche Arbeit auch brauchen. Dabei sagten sie, das Recht muss mit der Zeit gehen, damit das Verbrechen und die Feinde der Demokratie keinen Vorsprung haben. Recht haben sie, meine Damen und Herren. Wir wollen eine rechtssichere Grundlage für verschiedene Gesetzesvorhaben erreichen, die der Polizei helfen, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Wo ist denn Ihre Unterstützung? Die kann ich heute ja schon mal einfordern. Wenn Sie der Polizei was Gutes tun wollen, dann machen Sie sich mit uns auf den Weg, dass wir es eben schaffen, rechtssicher zu hinterlegen, dass wir die Nutzung von Gesichtserkennungssoftware in Hessen auch implementieren können. Das wäre eine wichtige Maßnahme. Wir müssen natürlich genauso für die hessische Polizei den Einsatz künstlicher Intelligenz rechtlich ermöglichen. Auch das ist eine wichtige Maßnahme. Denn KI kann bei dem Detektieren von Personen Enormes leisten. Das weiß ja jeder. Sie können zum Beispiel auch bei pornografischen Darstellungen Personen anhand von Körperhaltung erkennen. Und wir müssen das durchaus nutzen, was uns die Technik an die Hand gibt. Wir setzen deshalb, meine Damen und Herren, auf eine Verbesserung der Speicherung und Nutzung der Daten. Und wir wollen deshalb auch dafür sorgen, und wir haben es auch angekündigt, dass wir bei den IP-Adressen, bei der Speicherung von IP-Adressen weiterkommen. Es wäre eine größere Bereicherung, wenn hier an dem Bereich möglichst viele hier im Saal mitmachen könnten, denn die Politik, die wir verfolgen, ist eine bedarfsgerechte Optimierung und Weiterentwicklung der inneren Sicherheit in Hessen. Meine Damen und Herren, der Anstieg der Kriminalität ist ein bundesweiter Trend.
wobei das Zusammenspiel verschiedener Ursachen hier ursächlich ist. Es ist völlig klar, dass uns die fast 400.000 Straftaten und der entsprechende Anstieg nicht die Hände in den Schoß legen lassen. Wir haben immer vertreten, dass das Bessere der Feind des Guten ist. Und so wollen wir auch dafür sorgen, dass unsere hessische Polizei auch in vielen Polizeifeldern, wo wir noch besser werden können, auch die rechtlichen und vor allem die personellen und die sachlichen Mittel an die Hand bekommt. Wir wollen auf diese Entwicklung reagieren, aber nicht pauschal und sozusagen undifferenziert, sondern wie es hier dargestellt wurde, mit zielgenauen Maßnahmen. Unser Fokus will für die Deliktsfelder, in denen wir problematische Entwicklungen ausgemacht haben, wir wollen den Fokus auf die richtigen Antwort legen, auf das jeweilige Deliktsfeld. Und hier wurden exemplarisch auch einige Beispiele schon genannt, zum Beispiel die Straßenkriminalität. Hier ist das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger ganz direkt bedroht. Und diese Entwicklung sagen wir auch deshalb ganz bewusst im Kampf an. Unser neuer Innenminister, Professor Roman Posek, hat noch im Februar eine Innenstadtoffensive gestartet. Die Innenstädte sind bekannte Problemzonen. Bei Ihnen oder in Ihnen wird der entsprechende Kontrolldruck erhöht. Und gemeinsam, das ist ja keine Aufgabe der Politik allein des Landes, wir brauchen dazu Partner vor Ort, wir brauchen die Kommunen. Gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Akteuren und den Kommunen wollen wir im Bereich von Prävention und Repression besser verstärkt zusammenarbeiten, damit wir auch in dem Bereich erfolgreiche Sicherheitspolitik machen können. Und ich frage mich, wo war denn damals Ihre Unterstützung, als wir diskutiert haben über Waffenverbotszonen, wie sie jetzt hier in der Wiesbadener Innenstadt durchgeführt wurden? Wo war denn die Unterstützung bei diesen Maßnahmen? Natürlich reicht sowas nicht aus, aber ich kann mich noch gut an die Debatte erinnern, als es um die Videoschutzanlagen ging, wie hier dann debattiert wurde, man bräuchte sowas nicht. In Hessen werden wir mit Augenmaß und im Rahmen des Datenschutzes natürlich auf einer eindeutigen Rechtsgrundlage im HSOG an diesen Videoschutzanlagen festhalten. Und auch die Resultate sprechen doch für sich, dass man diese Anlagen auch braucht. Die sind sicherlich kein Allheilmittel, aber Videosicherheitstechnik ist gerade im Bereich von Delikten wie Diebstahl, bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, bei Körperverletzungen, Sachbeschädigungen eine durchaus wirksame Maßnahme im Verhindern, aber auch im Aufklären von Straftaten. Das zeigt, meine Damen und Herren, die tagtägliche Praxis. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, sprechen Sie mit den Fachleuten, die werden Ihnen sagen, dass Videosicherheitstechnik durchaus helfen kann. Meine Damen und Herren, ich sage ganz bewusst, helfen kann, denn wir wollen keinen Überwachungsstaat, wir wollen auch keine flächendeckende Videoüberwachung. Diese Technik ist ein Baustein im Instrumentenkoffer einer modernen und zeitgemäßen Sicherheitsarchitektur. Auch die Beispiele bei der häuslichen Gewalt hat Innenminister Posek schon angedeutet. Bei 12.000 Fällen, ein absoluter Höchststand, kann man doch nicht so die Hände im Schoß lassen und sagen, na ja gut, das war früher vielleicht noch schlimmer. Wir müssen jetzt anfangen, durch geeignete Maßnahmen die Frauen besser zu schützen. Deshalb wollen wir als Union, als Koalition, dieses von uns propagierte Frauensicherheitspaket auch auf den Weg bringen. Das ist ein Kernbestand, nämlich die elektronische Fußfessel im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes ist ein erster Schritt, ein weiterer Baustein im Instrumentenkoffer einer sicheren Architektur für die Sicherheit der Menschen in Hessen. Meine Damen und Herren, wir sind nach wie vor ein sicheres Bundesland mit einer engagierten und erfolgreichen Polizei. Und ein Beleg dafür ist die Stärke unserer Polizei, vor allem deren Innovationskraft. Sie wissen es selbst, vielleicht darf ich es einmal in Erinnerung rufen, 2013 kam erstmalig in Frankfurt-Sachsenhausen eine Schulterkamera zum Einsatz, die mittlerweile bundesweit im Einsatz ist, die sogenannte Bodycam, längst zum Exportschlager Made in Hessen. Seit 2016 haben wir die Prognosesoftware KLB Operativ, eine Eigenentwicklung der hessischen Polizei. Seit 2019 haben wir ein Einsatzführungssystem Made in Hessen. 2019 wurde Hessenwarn entwickelt, eine Waren- und Informations-App Made in Hessen, die segensreich wirkt. Wir haben 2020 den digitalen Wandel eingeleitet mit der Entwicklung smarter IT-Lösungen, die bundesweit vorbildlich sind und hervorragende Arbeit leistet, der Innovation Hub 110 in Frankfurt. Wir haben 2022 als eines der ersten Länder unsere Polizistinnen und Polizisten flächendeckend mit speziell gesicherten Smartphones oder Tablet jeweils mit spezifischer Mannausstattung ausgestattet. Das hat niemand gemacht, meine Damen und Herren, ganz Deutschland. Niemand. Hier ist Hessen vorn und Sie merken, dass Hessen mit seiner Polizei international und auch deutschlandweit Schrittmacher ist der Polizeiarbeit von morgen. Und da sind wir sehr stolz darauf, meine Damen und Herren. Natürlich, jeder kennt den Spruch, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Die hessische Polizeiarbeit ist nicht unfehlbar. Sie ist schon immer, auch jetzt heutzutage mehr denn je, ein lernendes System gewesen. Die hessische Polizei, es wurde hier noch gar nicht erwähnt, hat sich selbst ein neues Leitbild erarbeitet. Und sie lebt eine neue Fehler- und Führungskultur.
Unsere Polizistinnen und Polizisten verdienen deshalb Rückendeckung, Wertschätzung und Respekt. Ihre Arbeit ist in den letzten Jahren auch aufgrund der vielen gesellschaftlichen Veränderungen durchaus schwieriger und komplexer geworden. Machen Sie doch einmal einen Praxistag bei Ihrer Polizei vor Ort. Fahren Sie mit der Polizei mal raus auf Streife. Sie werden erkennen, was die Polizei eigentlich braucht. Ich wiederhole es noch einmal. Sie braucht Rückendeckung, Wertschätzung und Respekt. Denn bei über 5.000 Übergriffen auf Polizistinnen und Polizisten, bei gewalttätigen Übergriffen, kann man einfach nicht so zur Tagesordnung übergehen. Da muss mehr passieren als Sonntagsreden. Wir müssen hier härter durchgreifen. Wir müssen die besser schützen, die uns schützen, meine Damen und Herren. Herr Abgeordneter Bauer, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Jeder Mensch hat ein Recht auf Sicherheit. Nur wer sicher ist, kann in Freiheit leben. In Zeiten großer Herausforderungen tun wir alles Menschenmögliche dafür, dass unser Staat ein starker Staat ist. Wer unsere Werte angreift, wer Hass und Zwietracht sät, wer Freiheit verachtet, darf und wird in Hessen keinen Erfolg haben. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für eine weitere Wortmeldung hat sich die Abgeordnete Wegels der AfD-Fraktion gemeldet. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Nach den Anwürfen des Abgeordneten Bauer muss ich noch ganz kurz darauf eingehen. Also ab davon, dass beim Geburtsjahr es schon angefangen hat, was nicht stimmt. Also so arbeitet anscheinend die Rechercheabteilung der CDU. Gehen wir weiter dazu über, dass Sie am Thema vorbeigeredet haben. Ich habe nie die Aufklärungsquote der Polizei infrage gestellt oder klar schlecht gemacht, zu keiner Zeit. Ich weiß nicht, wo Sie vorhin waren. Vielleicht habe ich Sie auch gerade gar nicht gesehen, als vorhin meine Rede lief. Ich habe moniert, dass die Anzahl der Straftaten in die Höhe schnellt und das in Bereichen, die beunruhigend sind. Mehr habe ich nicht gesagt. Und wenn Sie hier ständig kommen, mit der Wertschätzung der Polizei, dann ist das nicht mit der Digitalisierung einhergehend, sondern damit, dass Sie einfach klar machen, dass Sie eigentlich eine reine Symptompolitik betreiben und keine Ursachenpolitik. Das ist doch das, wo der Hass im Pfeffer liegt. Und Ihnen müsste doch einfach mal klar werden, Sie haben eigentlich eine Kopie der Rede von dem Herrn Innenminister gehalten. Mehr war es nämlich nicht, sonst würde ich mir die ganze Rede jetzt noch mal wiederholen. Bleiben Sie einfach nicht nur bei Ihrer reinen Symptompolitik, sondern fangen Sie bei den Ursachen an. Dann gibt es eine Veränderung, eine Wertschätzung der Polizei, wie sie sein sollte. Vielen Dank. Mir liegen nun keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen worden. Und ich lasse nun über den dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Fraktion der SPD Sicher Leben in Hessen. Sicherheit ist menschliches Grundbedürfnis. Drucksache 21332 abstimmen. Und zwar über den dringlichen Entschließungsantrag Drucksache 21332 der Fraktionen der CDU und der Fraktion der SPD. Ich darf fragen, wer stimmt dem dringlichen Entschließungsantrag zu? Das ist die Fraktion der CDU und SPD. Ich darf fragen, wer stimmt dagegen? Man hört gar nichts. Sie hören mich schlecht? Okay, beginnen wir jetzt einfach mit der Abstimmung nochmal neu. Also ich lasse über den dringlichen, ich gehe jetzt nochmal näher auch ans Mikrofon an, wir sind ja gerade dabei, die Akustik hier zu verbessern, dann hoffen wir mal, dass das insgesamt auch besser wird. Also, ich lasse jetzt nochmal über den dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der SPD abstimmen und da fragen, wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Fraktion von CDU und SPD und die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Ich darf fragen, wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten, Bündnis 90 Die Grünen. Ich darf fragen, ob es Enthaltungen gibt. Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser dringliche Entschließungsantrag angenommen.